Okay. Willkommen zurück zum dritten Abschnitt heute. Nach einem sehr lebendigen Mittagessen. Ich hatte das Gefühl, dass wir noch länger hätten diskutieren können. Der Morgen war sehr interessant und wir haben gewisse allgemeine Vorstellungen bekommen, worüber wir sprechen. Investitionen, welche Probleme für nachhaltige Entwicklung damit verbunden sind. Wir haben also viel Neues erfahren. Was mir gefehlt hat, waren Antworten, wie diese Investitionen zu nachhaltiger Entwicklung werden können. Welche Investitionen, welche Infrastruktur brauchen wir für nachhaltige Entwicklung? Und wie kann man konkrete Projekte aufsetzen, die das Leben der Menschen verbessern? Wir haben drei exzellente Podiumsteilnehmer, die uns etwas sagen werden über einzelne Länder, aber auch etwas über die Erfahrungen, die sie in anderen Ländern gesammelt haben. Ich fange rechts an und Sie haben so beeindruckende CVs, dass ich gar nicht alles hier aufführen kann. Rechts von mir sitzt Uso Eguchi. Sie ist Nachhaltigkeitsberaterin für die Nigerian Economic Summit Group. Das ist die größte privatwirtschaftliche Plattform, die sich auch engagiert auf dem Gebiet der Arbeitsbeschaffung und sie ist auch im Niger Delta Panel und hat einen Doktor eher auf dem Gebiet der Zoologie von der Universität of Jos, Nigeria. Ganz rechts von mir sitzt Tunsi Mdaba. Er ist Gründer und CEO von Zoro IBC. Sie halten wichtige Funktionen als Präsident verschiedener Gremien. Sie sind zum Beispiel Vizepräsident für Afrika in der International Organization of Employers. Sie sind auch Mitglied der ILO. Aber am faszinierendsten war ich, dass Sie der erste Mann waren, der Mitglied der Business Women's Association von Südafrika geworden ist. Vielleicht, wir sprechen ja über partizipative und inklusive Prozesse. Ich würde wirklich wissen, vielleicht auch außerhalb dieser Podiumsdiskussion, wie es dazu gekommen ist. Und zu meiner Linken, da werde ich jetzt keine Zeit mehr darauf verwenden. Sie waren doch alle schon da, vorhin da und Sie sind schon vorgestellt worden. So haben wir mehr Zeit, inhaltlich zu diskutieren. Lassen Sie uns folgenderweise vorgehen. Und ich brauche eine Uhr. Meine Uhr ist gestern stehen geblieben. Ich habe also keine Uhr. Und ich sehe hier auch keine Uhr. Darum hätte ich mich eigentlich schon eher kümmern sollen. Also, nochmal von vorn. Wir gehen folgendermaßen vor. Ich stelle eine Frage an alle Podiumsteilnehmer, damit wir die Länder vergleichen können, die unterschiedlichen Fälle. Und dann werden wir hier im Podium diskutieren und dann öffne ich die Diskussion. Die Damen zuerst, beginnen wir mit Uso.
aus nigerianischer Sicht, welche Investitionen sind notwendig, um nachhaltige Entwicklung zu bekommen? Vielen Dank, Julia. Am wichtigsten ist hier, dass die Investition das Wachstum voranbringen muss. Es müssen Investitionen sein, die Arbeitsplätze schaffen. Heute Morgen haben wir Nancy gehört. Sie sprach über PIDA, multilaterale Investitionen, große Infrastrukturprojekte. Aber die großen Infrastrukturprojekte vergessen die lokale Bevölkerung. Damit werden nur die interessanten Regionen für die Investoren miteinander verbunden. Das heißt, dann kommt man in ein Land wie Nigeria und sieht, dass man keine Straßen hat, auf denen die Bauern ihre Produkte auf den Markt bringen können. Und dadurch verlieren wir mehr als 40% unserer Produkte pro Jahr. Und das ist schon seit einigen Jahren der Fall und es verschlechtert sich noch. Denn in den ländlichen Gebieten gibt es keine Energie. 93 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu Strom, wenn man also Getreide anbaut und kann dieses nicht konservieren, dann verliert man die, wenn man keinen Zugang zum Markt hat. Die direkte Auswirkung ist, dass wir eine sehr hohe Inflation haben aufgrund der steigenden Preise für Konsumgüter. So Grundnahrungsmittel kann heute nicht mehr gekauft werden. Familien kommen zusammen und um sich Grundnahrungsmittel zu kaufen. Nachhaltigkeit bedeutet, die Bedürfnisse zu kennen und etwas in dieser Hinsicht zu tun. Wenn ich mir anschaue, CO2-armes Wachstum aus dem Pariser Vereinbarung. In Nigeria haben wir verschiedene Optionen. Wir haben viel Kohle und stehen unter Druck seitens China, dass wir die Kohle weiterentwickeln. Da gibt es viele tolle Verträge. Wir haben es nicht gemacht. Wir haben Gas, wir haben Öl, wir haben auch erneuerbare Energien, Wind, Wasserkraft. Wir können eine Menge tun, aber es passiert noch nicht. Was wir gemacht haben, sind Plattformen zu entwickeln. Die Investoren wollen einen ordnungspolitischen Rahmen sehen für ihre Investitionen. Sie wollen sehen, dass es Regierungsunterstützung gibt für die Investitionen. Wir haben also die Regierung dazu gebracht, solche Politiken zu entwickeln, sodass wir uns jetzt unsere Landwirtschaft richtig entwickeln können mit der Infrastruktur. Wir haben jetzt die Plattform, um dieses Wachstum voranzubringen. Wir wollen kleine Infrastrukturprojekte für Speicherung, Kühlketten, IKT, sodass ein junger Mensch im ländlichen Raum handeln kann. Er kann sagen, meine Großmutter hat 500 Maiskolben und dann bringt er das zu einem Lager. Wir haben die natürlichen Ressourcen, wir haben die menschlichen Ressourcen. Unsere Landwirtschaft ist arbeitsintensiv, aber wir haben die Arbeitskräfte. Das wird uns in die Lage versetzen, die Arbeitsplätze zu schaffen, die wir brauchen. Die Weltbank hat vor kurzem gesagt, dass bis 2030 Nigeria 40 Millionen Arbeitsplätze braucht. Das ist unser Ziel. Aber es ist möglich. Es geht nicht nur um direkte
Arbeitsplätze, auch um soziale Unternehmen, KMU. Wir wollen sie befähigen, ihre eigenen Unternehmen zu gründen. Sobald das Investitionsumfeld steht, sobald man Lagermöglichkeiten hat, Verarbeitungsmöglichkeiten, Kühlketten, kann man auch kleine Kredite vergeben. Und das passiert bereits, aber das Problem ist, das Ganze auszuweiten. Unterschiedliche Aktivitäten laufen bereits, aber wir brauchen die Finanzen, um das auszuweiten. Wir haben nur kleine Pilotprojekte hier und da, die von den internationalen Entwicklungsorganisationen unterstützt wurden. Jetzt geht es darum, das auszuweiten, damit das Wachstum fühlbar wird für die Menschen. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Und es ist eine große Herausforderung. Es gibt Probleme, Interessenskonflikte, EPA. Vielleicht höre ich erst mal auf. Eine kleine Frage, als ich Ihnen dir zugehört habe. Nee, vielleicht nicht die Kohle, aber die anderen Probleme. Hältst du die für spezifisch für Nigeria? Was ist der nigerianische Fokus, wenn wir uns die unterschiedlichen Pläne anschauen, über die wir heute Morgen gesprochen haben? Könnte man Ähnliches wahrscheinlich auch für andere afrikanische Länder sagen? Gibt es etwas ganz Spezifisches für Nigeria? Was ich gesagt habe, beruht auf der nigerianischen Erfahrung. Aber was man wissen muss, vor allen Dingen in Westafrika, die Ressourcen sind ähnlich, Landwirtschaft ist ähnlich. In der Vergangenheit hatten wir eine Monolandwirtschaft, das ändern wir jetzt. Das heißt, Agrobusiness ist jetzt der nächste Schritt, den wir brauchen. Und das gilt für viele andere afrikanische Länder auch. Das Infrastrukturdefizit gibt es in verschiedenen afrikanischen Ländern. Vielleicht muss es auf unterschiedliche Art und Weise behandelt werden, wie wir das in Nigeria machen angesichts unserer Größe und um die Jugendlichen zu befähigen, Selbstunternehmer zu werden, ist vielleicht anders als in anderen Ländern, aber die Herausforderungen sind sehr ähnlich. Die EPA für ECOWAS betrifft 16 Länder, die gleiche Sprache, aber es gibt individuelle Unterschiede in den Ländern. Deshalb ist es für Nigeria schwierig, dieses Abkommen zu unterzeichnen. Ich spreche über kleine Infrastrukturprojekte für die Menschen und das gibt es ähnlich in vielen anderen Ländern. Was Südafrika betrifft, Südafrika ist ein etwas anders gelagerter Fall. Es gibt nicht so viele Arme, aber es gibt Probleme im Hinblick auf die nachhaltige Entwicklung, Umweltpolitik, Armut in gewissen Gebieten. Was würdest du sagen? Welche Investitionen benötigt Südafrika? Vielen Dank. Beginnen wir mal mit einer falschen Wahrnehmung. Südafrika hat ein großes Armutsproblem. Ich habe das Ganze komparativ betrachtet. Nein, ich sage es folgendermaßen. Komparativ, wenn man bloß auf die Oberfläche schaut, kann man einen falschen Eindruck bekommen. Denn die Börse von Südafrika zählt unter die Top 20. Es gibt die besten Auditoren gibt's in Südafrika. Da denkt man, wow, wir hatten auch die
beste Infrastruktur, vielleicht unter den ersten fünf, aber das ändert sich im Moment rasch ins Negative. Aber wenn es zur Arbeitsplatzschaffung geht, da gibt es Arbeitslosigkeit offiziell 26%. Die reale Zahl ist vielleicht noch höher. Die globale Finanzkrise, da war auch Südafrika das erste Land, die darauf reagiert hat, indem eine präsentiale Taskforce ins Leben gerufen wurde. Wir haben gesagt, wir sind am Ball, aber das Südafrika ist auch eines der Länder, das am wenigsten umsetzt, wenn man mit Worten die Wirtschaft voranbringen könnte, wären wir ganz vorn. Aber da wir am wenigsten umsetzen, haben wir die meisten Arbeitsplätze verloren, gleich nach Spanien, weltweit. Und wir gehören auch zur Führungsriege im Hinblick auf die Ungleichheit zwischen den ganz Reichen und den ganz Armen. Mit welchen Politiken kann man das ändern? In Südafrika, und lassen Sie mich ein bisschen zurückblicken. Ich habe mir große Sorgen gemacht. Also die Diskussion gestern und heute hat viele Anregungen gegeben. Und gestern wurde, glaube ich, der Begriff Infantilisierung verwendet. Solange jemand außerhalb von Afrika versucht, die Afrikaner von oben herab wie Kinder zu behandeln, werden diese Politiken nicht erfolgreich sein. Wenn wir sagen, wir werden ein Umfeld schaffen für jemanden, damit sollte man vorsichtig sein. Was Afrika braucht, ist nachhaltiges, nicht aufoktroyierte Investitionen, die Menschen befähigen, vor Ort die lokale Bevölkerung, die wirklich mit den 2030 SDG-Problemen sich auseinandersetzt und mit der Agenda 2063. In Südafrika ist die Situation sehr interessant. Viele Jahre lang waren wir führend im Hinblick auf die Entwicklung von Politiken mit Regeln. Aber das Problem war immer die Umsetzung. Und viele unserer Kollegen auf dem Kontinent haben einfach dem gefolgt, was Südafrika gemacht hat. Kenia hat das lange Zeit getan und hat vielleicht einige Sachen verändert. Wir haben sehr starre, inkohärente Politiken und es ist uns nicht gelungen, die Auswirkungen, die ordnungspolitischen Auswirkungen zu bewerten. Und wir haben uns dann angeschaut, was die Auswirkung war. Und dann hat man ein weiteres Gesetz verabschiedet, um mit den Problemen fertig zu werden. So, das Ergebnis ist ein Land mit riesigem Potenzial, eine historische Situation mit riesigem Potenzial. Aber viele Dinge werden einfach nicht umgesetzt. Was machen wir also? Wir haben ähnliche Probleme. Südafrika hat jede Menge Grund und Boden. Afrika insgesamt. Afrika hat viele tolle Rohstoffe. Das haben wir. Aber wir haben erkannt, damit wir ausgewogene Wirtschaften haben, brauchen wir mehr.
Technologie. Wir brauchen Technologieinvestitionen. Wir müssen uns der Zukunft stellen. Welches Afrika wollen wir? Wir müssen auch uns Gedanken darüber machen, welche Zukunft wir wollen, damit wir weiter wachsen und uns diversifizieren können. Es gibt viele Probleme im Hinblick auf die Landwirtschaft. Also auch Lebensmittelsicherheit ist wichtig. Auch im Baugewerbe brauchen wir viele Investitionen. Wir haben viele gute Bauunternehmen, die die ganzen Stadien gebaut haben mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2010. Jetzt wissen wir nicht mehr, was wir damit machen sollen. Sie sehen schön aus, aber werden nicht genutzt. Es gibt viele Unternehmen in unserem Land, aber was wir nicht haben, sind ausreichend Finanzierung und Unterstützung, um hier zum Beispiel einiges zu tun im Bildungsbereich. Ich bin Leiter einer Universität. Wir haben 20.000 Studenten, aber nur Betten haben wir nur für 3.000 Studenten. Das heißt, der Rest muss irgendwo eine Bleibe finden, manchmal unter sehr schwierigen Bedingungen. Und da gibt es auch große Diskussionen, dass Leute keine Möglichkeit haben, wo sie schlafen können. Meine Universität ist eine der Top 7 auf dem afrikanischen Kontinent. Viele Studenten kommen tausende von Kilometern, um dort zu studieren. Wir müssen also auch Unterkünfte schaffen, nachhaltig Unterbringungsmöglichkeiten. David, dieselbe Frage aus kenianischer Sicht und einige Beispiele hast du ja schon angeführt. Welche Investitionen werden benötigt? Vielen Dank. Mir gefällt dieses Podium. Das ist ein bisschen anders als bei dem vorhergehenden. Das war mehr auf einer höheren Ebene. Und was ich gehört habe, kenne ich auch aus Kenia. Es gibt viele Gemeinsamkeiten. Aber es ist wichtig, die Nuancen aufzuzeigen, damit man die einzelnen Länder wirklich versteht. Wenn Sie mich fragen als Ökonom, welche Investitionen notwendig sind, gehe ich wieder zurück zu meiner Wirtschaftstheorie und ich sage, der Zweck der Investitionen im Zusammenhang mit Entwicklung ist eine Variable. Wenn Sie sich Theorien anschauen, geht es immer um Kapital. Das heißt, der Zweck von Kapital ist, Investitionen zu Also ich komme von Investitionen, von der makroökonomischen Ebene sofort zur Frage, was welche Arbeitsplätze werden durch dieses Kapital geschaffen? Wenn ich die Investition nicht in Verbindung bringen kann mit Arbeitsplätzen und wenn in Kenia bin ich eigentlich gegen ganz viele Konzepte. Wenn eine Investition keine Jobs schafft, macht sie für mich keinen Sinn. Und ich frage auch, wie viel kostet es, diesen Arbeitsplatz zu schaffen, wenn man ein Stahlwerk gründet? Geht es um hohe, um interessante Jobs zu hohen Kosten. Wenn man aber ein Sweat-Job gründet, dann sind die Kosten weitaus geringer.
Und ich frage dann also ein Stahlwerk mit 1000 Jobs, dasselbe Kapital könnte 50.000 Sweatshop-Jobs schaffen. Also hier meine ich ein arbeitsintensives Arbeiten. In Kenia haben wir einen großen Konflikt ökonomischer Art zwischen der Elite. In Südafrika, als ich das gehört habe, habe ich gelacht. Sie, wie heißt das doch gleich, diese Afrikanisierung, wie nennen Sie das? Ich habe gesagt, ja, das kenne ich, das haben wir gemacht. Wir nannten das Afrikanisierung. Die afrikanische Elite hat das ganze Vermögen bekommen. Und das geht immer in eine Richtung, kapitalintensive Infrastruktur, Investition, und das führt dann immer zu Konflikten zwischen dem öffentlichen Sektor und der Privatwirtschaft, und das führt zu Korruption. Ich habe damit gesehen, also wir lernen wirklich nicht von den Fehlern der anderen. Zimbabwe hat das auch gemacht, jetzt macht es Südafrika. Das Kapital, das man braucht, muss für die für Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Die Arbeitskräfte in Südafrika und in Sambia haben viele Ressourcen. Kenia ist eine sehr unternehmerorientierte Wirtschaft. Wir haben sehr viele Unternehmer. Wir haben etwa 16 Millionen Arbeitskräfte. 10 Millionen arbeiten außerhalb der Landwirtschaft in kleinen Unternehmen, und 3/4 haben ihr eigenes kleines Unternehmen. Weitere 4 Millionen arbeiten auf ihren eigenen kleinen Farmen. Sie sind also auch selbstständig. Somit bleiben nur noch etwa 3 Millionen Menschen, die in großen Unternehmen arbeiten, also 1,5 Millionen im öffentlichen Sektor, die anderen in großen Privatunternehmen. Wenn es also um Beschäftigung geht, geht es um Gehälter und Jobs, die zu einem Gehalt führen. In Kenia haben wir sehr geringe Arbeitslosigkeit, denn diese Selbstständigkeit führt dazu, dass es sehr wenig Arbeitslosigkeit gibt, weil die Barrieren sehr gering sind. Wenn man die Schule beendet, dann geht man einfach zu einem Job in der Familie, lernt dann ein bisschen schweißen und repariert irgendwas. Genauso funktioniert die kenianische Wirtschaft. Aber man hört dann, das sind minderwertige Jobs. Wir sollten zusammenarbeiten, dass es mehr bessere Bürojobs gibt. In Kenia nennen wir die Leute, die in Unternehmen arbeiten, die Schlipsträger, aber das ist nicht als Kompliment gedacht. In meiner Sprache unterscheiden wir zwischen Arbeit und Job. Wir haben zwei verschiedene Begriffe. Arbeit ist das, was man für sich selbst tut. Und Job, das nennen wir so fast ein bisschen wie Sklavenarbeit. Das heißt, die Leute wollen
so wenig wie möglich für andere arbeiten, sondern mehr für sich selber arbeiten. Das wird sich nicht verändern. Man sieht also eine sehr diverse Wirtschaft. Wenn man sich das Einkommen anschaut, wenn man die Qualifizierung sich anschaut, die Einkommen, dann ist das alles ziemlich ähnlich. Jemand, der von der Uni kommt und in der Bank arbeitet, verdient ähnlich wie jemand, der seine eigene kleine Werkstatt aufgemacht hat. What kind of investment you need? Nun, welche Investitionen brauchen wir? In Investitionen in Kenia braucht man nicht, um neue Jobs zu schaffen, sondern die Produktivität bestehender Jobs zu erhöhen. Denn jeder arbeitet. Je mehr arbeiten und keine Investitionen kommen, dann bleibt das auf einem niedrigen Niveau. Und die Leute verlieren auch keine Arbeitsplätze, sondern die Leute haben nur wenig Einkommen und weniger, weil es weniger Arbeit für jeden Einzelnen gibt. Das heißt, wir haben also nicht eine Situation, oder wir haben nicht welche, die sozusagen einen Job haben und im Endeffekt gutes Geld verdienen und die anderen sind arbeitslos. Nein, alle arbeiten irgendwie und dann haben wir, hat jeder sowas auch komplementäre Beschäftigung. Ja. So, das heißt, wir haben weniger Arbeit, arbeiten weniger Stunden, kriegen weniger Einkommen, aber das ist ein widerstandsfähigeres System als in einem System mit großen Unternehmen, wo man Konjunkturschwankungen hat. Wenn man eine solche Wirtschaft hat, muss man die Investitionen entsprechend anpassen. Abschließend möchte ich mit einer Fallstudie, welches ist KTDE, ist unser wichtigstes Unternehmen. Das ist ein landwirtschaftliches Kollektiv, das 500 Millionen Kleinbauern unterstützt. Hat 56 Verarbeitungsstätten, wo die wichtigen Anbaugebiete sind. Also in den Highlands, wo es, was hat man vor ein paar Jahren geschaffen? Gut, wir haben überall diese kleinen Flüsse in den Bergen. Dann kaufen wir doch viel Geld, viel Strom von den großen Stromversorgern. Wir machen das jetzt mal anders. Wir machen jetzt kleine Wasserkraftwerke an diesen kleinen Flüssen, hat dann KTDA gesagt. Und das letzte Mal, wo ich mit denen gesprochen habe, vor 2 Jahren, haben die 15 schon gebaut und KTDA wird bald alle Verarbeitungsschritte mit sauberer Energie machen. Das ist das Kapital, das man braucht. Das ist nicht auf Unternehmensebene. Warum machen die Dinge, die sie da machen? Ja, weil die Großen das nicht machen. Und warum machen die das? Weil sie nicht den Planet retten wollen, sondern weil das etwas ist, was vor Ort ist, was den Leuten gehört, die in dem Umfeld leben. Und wenn sie Tee anbauen, dann ist das eigentlich eine recht saubere Angelegenheit. Und die wollen dieses Umfeld, das sie für den Teeanbau brauchen, auch nicht zerstören. Und dann wird das über diese Art und Weise sehr nachhaltig, haben auch ihr eigenes Geld wieder reinvestiert, haben auch hier und da auch Kredite aufgenommen. Aber wie die Produktionsmittel geeignet werden, das ist ganz wichtig. Insbesondere wie in einem Land, wie Kenia, wo man eine Agrargesellschaft hat. Ja. Wenn die Leute empowered werden,
dann werden sie auch sehr viel mehr nachhaltiger wirtschaften. Kein Zweifel, was das. Das heißt, dass Ivanka Trump da Arbeit hat. Oder einen Job und keine Arbeit, oder wie? Ja, wenn das so was Ähnliches ist wie Knechtschaft. Na, wie dem auch immer. Aber vielen Dank für die verschiedenen Illustrationen der verschiedenen Länderkontexte. Es gibt einen roten Faden, den Sie alle betont haben. Das sind die Jobs. Das finden Sie in allen Geschichten überall. Aber wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir jetzt mehr Arbeitsplätze haben, oder die Afrikaner mehr Arbeitsplätze haben, dann ist nach wie vor die Frage, wenn Sie als Einzelperson Geld verdienen und sich selbst unterhalten können, wer baut dann die Schule, in die die Kinder gehen? Wer sorgt dafür, dass das Wasseraufarbeitungsanlage da ist, dass die Natur geschützt wird? Das heißt, der nächste Schritt ist dann, Daseinsvorsorge. Man kann natürlich diskutieren, ob die Regierungen und Märkte bis 2015 in der Lage sind, jährlich 30 Millionen Jobs zu schaffen, was notwendig wäre in Anbetracht der Bevölkerungsentwicklung. Aber die interessantere Frage ist doch die, wenn es die Jobs gibt, wie führen die zu mehr sozusagen Daseinsvorsorge oder zu mehr öffentlichen Gütern? Danke, Julia. Wir reden jetzt von einer Situation, wo wir in einer Sackgasse sind. Wir haben jetzt eine Bevölkerung, auf die wir uns versorgen müssen. Die Konjunktur ist zum Stillstand gekommen. Kurz- bis mittelfristig müssen Sie also Arbeitsplätze schaffen. Die Leute müssen ja von irgendwas leben. Aber wir sprechen ja auch davon, neue Wirtschaftszonen zu errichten, neue Industriedrehkreuze. Und auch die Regierung hat ja eine Rolle da zu spielen. Soziale Inklusion, die Ausgaben der Regierung, da geht es um Bildung, um Gesundheit etc. Wir haben ja eine Krise, ja? Eine Arbeitslosigkeit, insbesondere bei der Jugend. Und wir müssen schnell kurzfristig Jobs schaffen und mittelfristig dann die Konjunktur stabilisieren. Denn all die Jobs, die sie schaffen, würden ja auch für die Regierung über Steuern Einnahmen bedeuten. Und die Regierung kriegt dann mehr Geld, um dann mehr machen zu können. Insbesondere um die Infrastruktur einzurichten, Straßen zu bauen, Wasser zu beschaffen, das die Leute brauchen, um die Zukunft zu gestalten. Was versuchen wir also zu diskutieren? Wir haben jetzt eine Krise und wenn Sie in einer Krise stecken, müssen Sie die unmittelbaren Dinge lösen, stabilisieren und dann langfristig planen. Was die große Infrastruktur macht, langfristig, ist eben Langfristigkeit. Diese PPPs und diese gemischten Finanzierungen, die laufen über 5, 6, 7 Jahre. Was machen wir bis dahin? Die große Infrastruktur wird nicht so viel für die Leute bewirken als die kleine Wirtschaft. Das heißt, wenn man ein Cluster schaffen kann, zum Beispiel Bauern, die Tomatenbauern, Tomate und mal als Beispiel, viele es gab ja, würde viel Geld ausgegeben, um Tomatenpaste zu importieren. Aber wir können doch selber jede Menge Tomaten anbauen. Und weil wir aber die Infrastruktur nicht haben und die Verarbeitungskapazität, geht das flöten. Das heißt, die lokalen Hersteller, die die Paste machen, die importieren die Rohmaterialien. Und das hat die eigenen Bauern hier verarmen lassen. Das heißt, wir versuchen hier wir importieren und machen unsere eigenen Bauern pleite. Aber wenn man dann die kleinen Bauern unterstützt, dann wird ein Cluster aufgebaut im Wirtschaft der Aktivitäten, die dann auch andere Sachen befruchten, landwirtschaftliche Produktverarbeitung, Kühlketten und so weiter. Und was noch sonst alles. Das ist kurzfristig
Das ist für Mais, für Sorghum und so weiter. Das sind Feldfrüchte, wo wir die Fähigkeit haben, uns selbst zu versorgen. Innerhalb von 2 Jahren. Und das ist der Wirtschaftsplan auch. Wir können das in 2 Jahren schaffen. Aber wir müssen richtig investieren. Wir müssen Strom haben für die Bewässerung bei Reis. Fluten der Reisfelder mit entsprechenden strombetriebenen Pumpen, sodass man den maximalen Feldertrag bekommt. Und da wir importieren ja 10 Millionen Tonnen Reis. Und das können wir ändern, indem wir selber produzieren. Und da geht auch schon einiges voran. Was wir machen müssen, ist das jetzt aufskalieren. Wenn wir es aufskalieren und indem wir mehr Steuereinnahmen haben, da haben wir wieder die Regierung, da muss die Regierung Geld investieren in diese anderen Bereiche für größere Infrastruktur, für Gesundheit, für Bildung, für Ernährung. Das ist die Verantwortung der Regierung. Für den Privatsektor ist das so, dass der diese kleinskalierte Infrastruktur treiben kann für schnelleres Wachstum mittelfristig. Herr Mthunzi, wir haben gerade gehört, der Staat hat eine Rolle. Und Südafrika, haben wir gerade gehört, wo die soziale Ungleichgewichtigkeit am höchsten ist weltweit hier in Südafrika. Und im Vergleich mit anderen afrikanischen Ländern ist das Einkommen in Südafrika doch sehr hoch, Steuereinnahmen im Vergleich zu anderen afrikanischen Ländern nicht zu schlecht. Aber nichtsdestotrotz haben wir da diese enorme soziale Ungleichgewichtigkeit. Wieso? Warum kann Investition nicht verwendet werden, um das sinnvoll umzureißen, der Steuer? Sie haben ja Erfahrungen mit Ihrer Rolle bei der B20. Vielleicht können Sie uns da was erzählen. CE20 geht es ja sehr um Steuern. Was ist bitte? Eine sehr breite Frage. Es gibt ja einige B20-Empfehlungen, die würde ich gerne auch mal darlegen. Aber vielleicht vorerst mal, wo wir scheitern, das habe ich vorhin schon mal erwähnt, ist Mangel an Implementierung. Wir haben gute Politik, wir haben sehr gesunde Politik entwickelt. Wir waren erst Mitglied der ILO 1919, als es um Standards ging. Wir sind führend, auch bei Inlandsarbeit, bei Konventionen in der ILO, da sind wir führend. Wir haben viele Sachen schon gemacht, aber wenn wir eine Weltmeisterschaft oder eine Cricket-Weltmeisterschaft oder was auch immer geben, dann werden wir es machen. Und dann, wenn es Gesetze von außen gibt, dann tun wir das Ganze sozusagen abhaken und dann funktioniert das auch. Aber Teil unseres Scheiterns ist mangelnde Führung. Heute haben wir ein vererbtes Südafrika, das bankrott war. Das wissen nicht viele. Wir haben ganz gut angefangen, aber wir brauchten ein bisschen Therapie wahrscheinlich für die Unterdrückung, die wir in der Vergangenheit hatten, sodass wir die Dinge jetzt auch besser managen können. Das ist eine soziale Frage. Also wie wir Dinge managen und verarbeiten und ausführen, anstelle jetzt, sagen wir mal, die Freiheit genießen, haben wir die Unterdrückungsmechanismen sozusagen repliziert. Ja. Und wenn wir unsere Jugend anschauen, da haben wir eine enorme Jugendarbeitslosigkeit. 70% der Arbeitslosen sind junge Leute und davon wieder 70% Frauen.
David hat was Interessantes über eine unternehmerische Kultur gesagt. Südafrika hatte so eine Mischkultur gehabt zwischen Unternehmerschaft und Unternehmergeist. Aber es gibt ja eine Erosion des Unternehmensgeistes in den letzten Jahren. Einige Leute haben schon vor langer Zeit gefragt, warum ist es so, dass wir unsere Kids in teure Schulen schicken? Wir haben enorme Privatschulen in Südafrika und da lehren wir sie nach Jobs zu suchen, anstelle welche zu schaffen. Ja, das ist eine andere Einstellung, ne? Wenn man sagt, hier, such mal einen Job. Und insbesondere, als wir das im schwarzen Wirtschaftsumfeld gemacht haben, haben Weiße gesagt, wir müssen raus aus dem Land, weil wir hier nichts finden werden. Aber es geht nicht darum, was zu finden, sondern was zu schaffen. Und da haben wir eine Herausforderung. Diese neue Ordnung, diese neue Herangehensweise auch wirklich zu definieren und zu entwickeln. Wir haben den Fuß auch weg von der öffentlichen Bildung genommen. Das heißt, wir haben eine enorme Betonung auf private Bildung. Das heißt, die Führung vom Präsident bis runter zum Ministerkabinett, das sind deren Kinder gehen nicht in öffentliche Schulen. Das machten die vorher auch in Südafrika. Die öffentlichen Schulen waren sehr stark für, als wir dann die Apartheid ablösten, dann haben wir das duale Bildungssystem, sozusagen das von den alten Herren kam, über Bord geschmissen, haben das Baby mit dem Badewasser ausgeschüttet und haben die Dinge nicht, die Berufsbildung eben zum Ende gebracht. Und das heißt, bildungstechnisch haben wir die falschen Weg eingeschlagen. Und was jetzt die Produktivität, was war das jetzt? Das war ein sehr moderater Applaus da hinten. Und was jetzt die Produktivität angeht, um das nochmal kurz anzusprechen. Ja, aber schnell bitte. Es ist so, dass wir eine enorme Betonung auf Löhne haben, auf Mindestlöhne jetzt zum Beispiel, haben wir jetzt gemacht, wir sind stolz drauf. Aber die Löhne werden nicht mit Produktivität in Verbindung gebracht und das geht gar nicht. Eine letzte Frage und dann geht's weiter mit dem Publikum. Ich möchte mich ein bisschen auf Steuer konzentrieren. Es gibt ja viele Leute in Kenia, die in absoluter Armut leben. Und da frage ich mich, warum ist der kenianische Staat nicht erfolgreich damit, die Einkommen sozusagen und die Ressourcen auch auf das Land, auf die Menschen sozusagen umzulenken. Ja, 20% des BIP werden an Steuern eingenommen. Das ist ziemlich hoch. Und dann, wie man das mit einer Mikrounternehmenswirtschaft schafft, denn man kann natürlich nicht Lohnsteuer einnehmen, gibt es jede Menge indirekt Steuer, also Mehrwertsteuer. Das ist der größte Einnahmequelle. Ja, man besteuert sozusagen den Verbrauch, wenn man die Einkommen nicht besteuern kann. Und wir können tatsächlich viele öffentliche Güter finanzieren dadurch, damit wir finanzieren. Wenn wir uns die Demografie anschauen und diesen Jugendbauch angeht, denn der zweitgrößte Budget bei uns, Posten, ist Bildung. Ist kostenfrei überall in Grundschule, ist alles, wir haben dann die Boarding Schools, ein schlechtes Ding, was wir aus England übernommen haben. Die Universität ist hoch subventioniert und in Anbetracht der Leute, die durch das System kanalisiert werden. Wir haben ja diesen Jugendbauch sozusagen. Wir haben keine unabhängige Wirtschaft auch. Hilfe ist 3% des Budgets. Ja. Ich nehme an, Sozialhilfe. Und der Ziel war es,
Sozialhilfe ganz auszublenden. Und wenn man es die Infrastruktur angeht, nicht nur Straße, wir finanzieren unsere Straßen sozusagen Wartung über eine Benzinsteuer. Ein Drittel des Benzinpreises ist sozusagen eine Steuer zum Bau von Straßen. 3 Milliarden Dollar, glaube ich, sind das. Wir borgen da kein Geld auswärts, um das zu finanzieren. Ja, also wir machen Kreditaufnahme, um Straßen zu bauen, aber für die Wartung nicht. Das heißt, wir sind da ziemlich stark aufgestellt. Warum haben wir denn so viel Armut dann? Das ist eine Frage der politischen Ökonomie. Habe ich mich schon darauf bezogen. Wenn man sich angucken, wie das in Südafrika der Fall ist. Man hatte Regierung und Business zusammengebracht. Und dann hat man das Kapital so gelenkt, wo man das eigene Geschäft sozusagen profitabel macht. Das Kapital wird nicht dort eingesetzt, wo man die Arbeit produktiver macht. Und die Großen haben Coca-Cola, Minen und sonst was alles, haben die alles schön gekauft. Die Frage ist also von Einkommensverteilung. Nochmal, die Frage der Einkommensverteilung ist eine Frage der politischen Wirtschaft. Sie müssen ja nicht alles, was Sie gesagt haben, nochmal wiederholen. Das heißt, und wer das Geld bekommt, ist derjenige, der die politische Position hat. Wenn man in die Vereinigten Staaten geht, dann hat man Big Business, Militär und selbst in unseren Ländern haben wir eine politische Wirtschaft. Das muss man verstehen. Wer ist der Eigentümer des Kapitals und wie treiben sie ihre Interessen? Und das ist Teil dessen, was man verstehen muss. Und das ist dieser politische Wettbewerb, in dem wir da im Moment in Kenia stehen. Vielen Dank. Wir haben jetzt viele Einblicke erhalten in 3 verschiedene Kontexte. Jetzt eröffne ich die Diskussion und ich sammle 3 Fragen. Ich sehe schon 2 Wortmeldungen. Gibt es ein Mikro? Vielen Dank. Uso, du hast die Antwort gegeben auf die Frage, welche Investitionen brauchen wir in Afrika? Was ich gehört habe und ich möchte mich da versichern, ist, dass wir differenzieren müssen im Hinblick auf die Investitionsebenen. Von erstmal Dinge, die ganz schnell die Probleme angreifen, so dass wir die Rendite schnell erhöhen können und dann auf eine neue Ebene kommen, wo wir wirklich das Wachstum vorantreiben können. Und meine beiden anderen Brüder haben gesagt, wir verstehen, welche Investition wir brauchen. Aber ich würde das jetzt gerne wieder zurückführen auf die Diskussionen heute Morgen und gestern, zurück zum Compact und zum Marshallplan. Ich möchte einfach, dass wir hier Lehren draus ziehen. Ich habe mit aufgeschrieben und habe einiges gelernt. Wie kann es uns gelingen? Wie viel Regulierung wird gebraucht, damit diese Pläne effektiv sind, ausgehend von dem, was du gerade gesagt hast. Und auch, was Tunzi gesagt hat, angesichts der Tatsache, dass wir die Gesetze nicht umsetzen. Mein Land, da sieht es genauso aus wie bei dir. Wir haben sehr gute Gesetze, aber die Umsetzung ist ein Problem. Auch bei unseren Nachbarn ist das so.
wie viel Regulierung brauchen wir und wie schaffen wir das, das wirklich umzusetzen diesmal? Und bitte kurz den Namen nennen. Salim Sanai, ich habe zwei Fragen. Die erste Frage, obwohl Tunsi das bereits angesprochen hat, noch die Frage, ist die Bildung kostenfrei in euren drei Ländern? Angesichts der westlich-afrikanischen Beziehungen, weshalb ist da Mugabe immer der Böse? Ging die Frage an Tunsi? Nein, gut, dann können wir noch eine dritte Frage entgegennehmen oder eine Bemerkung, wenn es eine gibt. Ja, da drüben. Ich bin Delegierter aus Nigeria und ich vertrete die Regierung. Ich möchte eine Bemerkung machen und einfach unterstützen, was Uso und die anderen gesagt haben. Ich bin einverstanden mit dem, was unser kenianischer Freund gesagt hat. Es geht um zielgerichtete Investitionen für die Schaffung von Arbeitsplätzen, was wir in Nigeria gemacht haben. Und Uso hat das auch angesprochen, ist eine zweiseitige Dimension. Bottom-up und top-down, was wir gemacht haben mit Regierungsmitteln für soziale Jobs, dass wir das bottom-up gemacht haben, das Ganze dann aber insgesamt umgesetzt. Uso hat auch angesprochen und Indy hat das auch gesagt, dass die Arbeitsplatzschaffung Branchen spezifisch erfolgen muss, arbeitsintensive Jobs oder wenn man viele Investitionen hat, Automation führt oft dazu, dass nicht viele Arbeitsplätze geschaffen werden, um die Arbeitslosigkeit zu beschäftigen. Wenn man sich anschaut, dass man viele Arbeitsplätze braucht, muss man sich bestimmte Branchen anschauen, wie die Landwirtschaft, der Bergbau, erneuerbare Energien. Da können viele Arbeitsplätze geschaffen werden, auch das Baugewerbe. Ich würde sagen, Nigeria ist eine einzige Baustelle. Das heißt, wir müssen uns die Investitionen immer anschauen vor dem Hintergrund der Jobschaffung. Und dann muss man die Investitionen am Anfang so einsetzen, dass sie der Schaffung von Arbeitsplätzen dient, so als Nebeneffekt. Das war mehr ein Kommentar. Wir haben also drei Fragen jetzt. Es wird auch noch eine zweite Runde geben. Das erste bezog sich auf die Verbindung zwischen den unterschiedlichen Plänen und Initiativen. Tusi, vielleicht möchtest du auch was dazu sagen, denn die Pläne, das hat ja auch die Verbindung zu den G20. Was ich dem Compact und dem Marshallplan entnehme, ist, es geht um eine neue Richtung, wo die Privatwirtschaft mit einbezogen wird zur Schaffung von Wachstum. Die Herausforderungen in Afrika bestehen darin, dass von den Regierungen erwartet wird, dass sie Arbeitsplätze schaffen, aber es ist die Privatwirtschaft, die die Arbeitsplätze schafft. Die Regierung schafft die Rahmenbedingungen. Das ist ein neuer Ansatz im Compact und im Marshallplan. Diese Korrektur ist gemacht worden, so sehe ich das. Und die Interventionen
werden sich jetzt mehr auf die Privatwirtschaft fokussieren. Wenn der private Sektor die Arbeitsplätze schafft, wird es nicht nur direkte Arbeitsplätze geben, sondern auch die Arbeitsplätze, die meine beiden Kollegen angesprochen haben, unternehmerische Arbeitsplätze. Es gibt viel Unternehmergeist in Afrika. Wenn es keine Arbeitsplätze von der Regierung gibt, haben die Menschen sich selbst etwas einfallen lassen. Und wenn die Rahmenbedingungen stimmen, werden die Menschen diese ergreifen. Was wir in Nigeria machen, ist das zu nutzen, was existiert. Compact Africa ist etwas Freiwilliges. Man legt selbst fest, welche Pläne man hat und dann verhandelt man. Und genau das wollen wir tun. Es geht um Transaktionen und damit das geschieht, brauchen wir die richtigen ordnungspolitischen Rahmenbedingungen. Zum Beispiel erneuerbare Energien sind die Triebkraft für uns in Nigeria. Denn sie waren bisher im Energiemix gar nicht vertreten. Wir wollen 36% Erneuerbare haben. Auf diese Art und Weise werden viele neue Arbeitsplätze geschaffen. Auch im Agro-Business, die arbeitsintensiven Maßnahmen führen zu vielen neuen Arbeitsplätzen. Und es gibt so viele Regeln, die wir in den letzten 2 Jahren geschaffen haben. Und wir hoffen, dass wenn wir Investitionspakete vorlegen können, dass die auf das Interesse stoßen im Rahmen des Compacts. Gab noch die Frage nach der kostenlosen Bildung. Es gibt ein Element der freien Bildung in Nigeria, aber diese Schulen geht es nicht gut. Die öffentlichen Schulen sind kostenlos, aber ihre Lehrpläne sind sehr schlecht, weil die öffentlichen Finanzen dafür nicht zur Verfügung gestellt werden. Die Universitäten sind kostenlos, aber viele Nigerianer gehen nach Ghana, weil die Qualität nicht gut ist. Das ist genau das, was kostenlos im Moment bedeutet. Das können wir uns nicht leisten. Tun Sie, es gibt keine kostenlose Bildung in Südafrika. Wir haben die öffentliche Bildung, die billiger ist als Privatschulen. Diese Universitäten sind subventioniert und dann gibt es Unterstützung vom Staat für die Studenten. Weshalb ist Mugabe der Böse? Zimbabwe ist unser Nachbar, deshalb möchte ich nichts sagen, was ich bereue. Ich denke aber, die Wirtschaft von Zimbabwe liegt am Boden und viele Menschen aus Zimbabwe arbeiten in Südafrika. Weshalb er ein Böser ist, das weiß ich nicht. Ich überlasse das der politischen Welt aus Sicht der B20. Vielleicht können Sie kurz erklären, was B20 ist. Das ist die Abkürzung von Business 20. Das sind die G20-Länder. Südafrika gehört dazu und wir arbeiten sehr eng zusammen. Und es gibt auch die L20 und es gibt noch andere. B und L begann unter Nicolas Sarkozy in Frankreich und der Vorsitz ändert sich. Und wenn der Präsident des Landes
der Leiter von G ist, dann wendet das. Im Moment ist die Präsidentschaft der B20 in Deutschland. Jedes Jahr machen wir Vorschläge an die Regierung. Und hier haben wir auch festgestellt, dass die Umsetzung das Problem ist. Jedes Jahr unterzeichnet die Regierung etwas. Wir arbeiten hart, sprechen mit der Jugend 20 und so weiter. Aber das Problem ist die Umsetzung in diesem Jahr und wir haben keine Zeit mehr, hier noch viel dazu sagen. Dieses Jahr haben wir 10 Empfehlungen abgegeben für die Partnerschaft für Afrika. Und wie kann das funktionieren? Jedes Land hat eine Liste von Dingen, die sie tun wollen. Für Deutschland ist die Priorität Afrika. Das bedeutet nicht, dass Argentinien auch in Afrika die Priorität sehen. Das heißt, ich muss es den G20-Akteuren verkaufen. Wir sehen im Moment, dass wir jetzt eine Art Peer-Mechanismus geschaffen haben, wo die Regierung wirklich angesprochen werden. Das letzte Mal haben sie Verpflichtung 1, 2, 3, 4, 5 und übernommen. Was haben sie erreicht? Und das funktioniert ein bisschen. Das ist eine Art Wettbewerb. Das ist leider die einzige Art und Weise. Es ist ein bisschen wie in der Schule. Wir haben festgestellt, es funktioniert. Einige der Probleme, die wir empfohlen haben. Nee, ich glaube, das kann ich jetzt nicht mehr alles aufführen. Es geht um Prioritäten. 3 Minuten. Die Empfehlung zur Stärkung des Umfelds für ausländische Direktinformationen, Verbesserung der Investitionen in Infrastruktur durch bessere Information, Energiefrage, die Digitalisierung war ein Problem im Hinblick auf die Zukunft der Arbeit, um die Wettbewerbsfähigkeit zu garantieren. Das andere, offenen, inklusiven Handel. Was ich von Carlos Präsentation mit nach Hause nehme, ist, dass wir diesen Handelsbereich etwas mehr eröffnen müssen. Ich werde auch in Argentinien sein und das dort vertreten. Vielen Dank. Wir hatten den T20-Gipfel und Sherpa von Argentinien hat dort bestätigt, dass Argentinien weiterhin die Priorität auf Afrika setzt. Und sie haben dort auch gesagt, dass sie mit dem Compact für Afrika weitermachen. Und David möchte uns jetzt etwas sagen zum Fall Zimbabwe. Das hast du doch gerade gesagt. Ich habe mich schon drauf gefreut. Ich wollte 2 Dinge sagen im Hinblick auf die Relevanz des Kompakts. Oder fange ich mit Mugabe an. Ist er böse? Er hat diese Übergabe von Land nach der Unabhängigkeit sehr stark gepusht. Und das hat ist dann später auf sie zurückgekommen. Bisschen ähnlich, wie das in Südafrika sein wird. Wir haben das Ganze sehr zeitig angepackt. Wir haben noch eine Krise in der Kipia-Region, wo große Flächen in Naturschutzgebiete umgesetzt wurden. In Zimbabwe versucht Mugabe das zu tun, was er schon 1980 hätte tun sollen. Ist er ein Guter oder Böse?
Es muss getan werden und es gibt wahrscheinlich keine saubere Art und Weise, das zu tun. Aber mit der Bodenfrage, die muss man lösen, so oder so, und keiner kann einem sagen, wie das funktionieren soll. Jedes Land ist anders. Man muss den Kontext verstehen. Wenn man über Nigeria spricht, der große Unterschied zwischen Nigeria zu Kenia ist, dass Nigeria eine ölwirtschaftlich ist. Auf diese Art und Weise werden Einkünfte geschaffen. Gleichzeitig ist es sehr schwierig für die Landwirtschaft. Wir haben das Problem nicht, weil wir von der Landwirtschaft abhängen. Wenn wir etwas erreichen wollen, dann organisieren wir Proteste unter den Bauern. Die Bauern sind also sehr mächtig und die Mächtigsten sind Bauern und Lehrer in Kenia. In anderen Ländern sieht das anders aus. Die Compacts und die Initiativen. Da gibt es einfach zu viele. Es gibt alleine 3 von Deutschland. Dann hatten wir die japanische, dann hatten wir die chinesische Initiative. Ich glaube, es gibt bestimmt 5 oder 6 solche Partnerschaftsprojekte. Wenn eine Regierung sich damit beschäftigt, braucht man wahrscheinlich eine ganze Abteilung, die sich damit beschäftigt. Wir werden es überdrüssig sein, uns mit Partnerschaften zu beschäftigen, weil die Partner miteinander im Wettbewerb stehen. Das ist der neue Merkantilismus. Jeder möchte etwas in Afrika tun und versteht nicht, dass worum es geht. Vor ein paar Jahren haben wir über Multilateralismus gesprochen. Der ist jetzt tot. Jeder versucht, private Geschäfte zu machen. Auf diese Art und Weise verlieren wir die Sicht auf das globale Bild. Und der Grund dafür ist diese Infantilisierung der Menschen, so dass wir die Hilfe und die Führung von Europa brauchen. Das brauchen wir nicht. Wir müssen uns zusammensetzen und erörtern, wie wir es erreichen können, dass die Globalisierung funktioniert. Wir können darüber diskutieren, welche Investitionsmöglichkeiten es gibt. Wir als Wirtschaftswissenschaftler wissen, dass Kapital sich bewegt, Kapital im Überfluss existiert im Vergleich zu den Arbeitskräften in Regionen, wo das genau andersrum ist. Das Kapital kann also nur dort investiert werden, wo das Angebot an Arbeitskräften groß ist. Sie müssen in Afrika investieren. Jetzt können wir diese Diskussion führen. Wie investieren Sie in Afrika und in Südafrika? Aber erzählen Sie uns nicht, dass Sie uns helfen wollen. Wir sind nicht dumm. So, as I promised, the second round. Die zweite Fragerunde, Kommentarrunde. Kurz bitte, wie bei dem letzten Podium, weil wir schon spät sind. Guten Tag, Tobias Warner vom Frankfurter Zusammenarbeitszentrum. David, eine Frage an Sie. Sie sagten ja zu Beginn der Podiumsdiskussion, der Afrikanisierung Sie haben das ja mit dem südafrikanischen System verglichen.
Ich denke, das ist sehr relevant. Und insbesondere in Kenia kann man das sehen, dass der Präsident einer der reichsten Männer des Landes ist. Wohlstandsquelle Land, das nicht von irgendwo kommt. Und da gibt es natürlich Sicker-Effekte. Das bezieht sich ja nicht nur auf den Präsidenten, sondern auch auf öffentliche Interessenvertreter, die alle in der Regierung sitzen. Und diese Interessenkonflikte sind nicht gut fürs Business, nicht gut für internationale Investoren, aber auch nicht für lokale Investoren. Jetzt meine Frage. Was kann man da machen? Das ist das Gefühl, dass man dass das sozusagen ein Teufelskreis ist. Das heißt, wenn man kein Geld hat, wird man nicht Präsident. Und wenn man Präsident ist, wird man immer reicher. Und der nächste Präsident muss dann noch reicher sein, um dem anderen Konkurrenz zu machen. Also, kurze Frage, was kann man machen? Ich sehe noch eine weitere Frage. Wenn Sie noch eine Frage stellen wollen, dann ein Handzeichen. Gibt es nicht. Also, letzte Frage. Ich bin Frank. Ich habe eine Frage an den nigerianischen Vertreter. Kann man in Nigeria nicht technische Gerätschaft in der Landwirtschaft sozusagen einführen, ja, mehr Traktoren und so weiter, um mehr Ertrag zu haben. Das war für Nigerien oder für Kenia die Frage? Für Nigeria und für Kenia die Frage an beide. Also landwirtschaftliche Geräte zur Steigerung der Produktivität. Die Frage war, ob kenianische und nigerianische Landwirtschaftssektor eine quasi ja, Automatisierung machen kann. Die politisch-wirtschaftliche Frage, da kommt es dann natürlich zum Lackmustest. Die einzige Möglichkeit, diesen Teufelskreis zu brechen, ist, Graswurzelbewegung zu schaffen. Derzeitige kenianische Regierung, die diese Klasse vertritt, die reden über Großkapital und große Infrastruktur. Und dann haben wir die Opposition, wo wir versuchen, die Leute zu mobilisieren. Das heißt, man hat auf der einen Seite das Geld, auf der anderen Seite die Bevölkerung. Und das ist die derzeitige Situation in Kenia. So simpel kann man das darstellen. Die Leute wechseln die Seite. Das läuft ja schon seit 20 Jahren. Man muss Kompromisse machen und gucken, ob man progressive Allianzen formieren kann. Es ist ein evolutionärer Prozess. Aber in anderen Ländern auch, wenn man sich anschaut, Großbritannien, das kenne ich ein bisschen besser, ist ja auch das Gleiche. Zwischen Konservativen und Labour, da geht es auch immer hin und her. Und wir haben wirklich hier auf der einen Seite das Interesse des Kapitals und das andere der Bevölkerung, die nicht deckungsgleich sind. Kann Kenia die Landwirtschaft mechanisieren? Komplexe Frage, kommt drauf an. Im Moment, selbst in unserer Landwirtschaft, und wenn wir die Wettbewerbsfähigkeit unserer Landwirtschaft anschauen, da sind wir wettbewerbsfähig, wo viel Arbeit drin steckt. Bei Tee zum Beispiel ist das so, weil man da das mit der Hand macht. Wenn man das mit der Maschine erntet, den Tee, dann geht die Qualität runter und dann haben sie nicht. Also Handpflücken ist ein Premium. Bei frischen Erdfrüchten, dann geht es auch zum Beispiel bei Blumen, Florikultur. Sie können diese Blumen nicht mit der Maschine schneiden. Aber
Aufgrund der Pestiziden und so weiter haben wir hier sehr ausgeklügelte Biotechnologie am Laufen. Wir exportieren Pestizide weltweit. Aber diese Industrie ist sehr arbeitsintensiv. Ah, wir können nicht allerdings wettbewerbsfähig sein im Bereich großer Automatisierung, auch was die Landeigentümerstruktur angeht. Viel zu viele kleine Landparzellen. Und bei den Kleinbauern sind wir wettbewerbsfähig. Wir sind die größten Produzenten und Exporteure von Frischware nach Europa, weil das Kleinbauern sind, die eine sehr hohe Qualität liefern. Bei Maschinierung würde die Qualität nicht mehr stimmen. Wir werden jetzt klassifiziert als entwickeltes Land, weil wir große Marktanteile in bestimmten Segmenten haben, andere Länder nicht. Und das ist, so sieht es mit der Landwirtschaft aus. Nigerien ist eine andere Situation. Ja. Ganz kurz, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Kostenfreie Bildung, ja, nein. Es ist ein Hybrid, wie bei allen anderen Sachen auch. Wir haben das besser gemacht, was die Qualität der öffentlichen Bildung angeht, insgesamt. Das kostet aber 40% des Etats. Und die mächtigsten Menschen in Kenia sind Lehrer. Das heißt, die Lobby für Bildungsausgaben ist stark. Das funktioniert also. In Nigerien, Agrarwirtschaft, haben wir kleine Bauern, 80%. Der ruralen Bevölkerung sind Bauern. Mechanisierung ist also keine Möglichkeit. Aber das Potenzial wäre schon da für Automatisierung. Es ist Möglichkeit, sozusagen, dass sich kleine Farmen zusammenschließen zu Maschinenringen, sodass man die Produktivität erhöht. Und man kann auch die Produktion aufskalieren. Wir haben 750 Milliarden an Verlusten von Früchten und Obst, die jedes Jahr vergammeln. Ja, wenn man das verbessern könnte, würde es natürlich besser aussehen. Das heißt, Lebensmittelsicherheit ohne Automatisierung ist möglich. Aber es gibt schon einige automatisierten Bauernhöfe, die von reichen Eigentümern geeignet werden. Und die Idee für die Zukunft ist folgende. Wir brauchen Lebensmittelsicherheit und die Importe zu ersetzen. Ist eben durch Automatisierung der Landwirtschaft, was attraktiver ist für jüngere Leute. Es gibt einen Jungen, der im afrikanischen Forbes-Magazin zitiert wird, mit der zweitgrößten Reisfarm in Nigeria, der viel Geld damit verdient. Da wollen wir hin. Es kann also automatisiert werden, aber im Moment ist der Automatisierungsgrad sehr niedrig in Nigeria. Ich möchte mit zwei Bemerkungen schließen. Ich möchte Sie alle daran erinnern, das kam gestern in der Diskussion zum Tragen, gestern Abend, dass Afrika nicht Afrika ist und dass es ganz unterschiedliche Länder sind. Südafrika, Kenia oder Nigeria sind makroökonomisch die reichsten Länder Afrikas. Das heißt, die Dinge, die wir hier diskutiert haben, sind vielleicht für andere Länder nicht gültig. Wir müssen also noch mehr lernen. Und es war nicht repräsentativ für den Gesamtkontinent, aber nichtsdestotrotz sehr beeindruckend und hilfreich, was wir gehört haben. Dann, ich war beim T20 Summit die letzten zwei Tage. Wir hatten eine große afrikanische Delegation und der Vorsitzende war auch von einer afrikanischen Delegation. Und der rote Faden durch die Konversation war
ein Ruf nach intellektueller Führerschaft Afrikas. Das heißt, wenn wir uns entwickeln wollen, dann geht es um intellektuelle Führerschaft Afrikas. Und ich fühle mich geehrt, dass ich heute auf einem Podium war, wo wir sehr viel von afrikanischer intellektueller Führung gelernt haben. Vielen Dank. Ja, Kaffeepause.